It's very clear that the theories that we were using didn't work. Macht zum Beispiel war früher überhaupt kein wichtiges Thema in der VWL und es ist aber tatsächlich ein wichtiges Thema. At the core, economics is about politics and about power. And the question for the economist is, whose power are you going to serve as an expert? Rethinking, yes. Throwing away everything, no. Wirtschaftswissenschaften werden aktuell dafür kritisiert, dass sie zu der gegenwärtigen Krise keine ausreichend fundierten Analysen geliefert haben und erst recht nicht Vorschläge gemacht haben, wie man diese Krise überwinden kann. Die Wirtschaftswissenschaften in Amerika haben diese Debatte seit langem begonnen. Macroeconomic models, which in many cases ignore the financial sector altogether, or when they do include the financial sector, they ignore the possibility of crisis. Models like this are basically useless. And these models weren't just used by academics, they were used by the people in the central bank, they were used by the people in the national treasury, and clearly that needs to change. Mit den Methoden der Ökonomie wurden familienpolitische Fragen diskutiert, Arbeitsmarktfragen und so weiter und so fort. Und überall galten die gleichen Modelle, die die Ökonomen überall reingedrückt haben. Und da kommen wir jetzt Schritt für Schritt runter, weil wir feststellen, das sind nicht unbedingt die Antworten, die uns als Gesellschaft wirklich weiterbringen. Und jetzt gucken wir eben rechts und links nach Unterstützung aus anderen Disziplinen. Keep some of the rigor of the models at the same time as make them more realistic develop policy responses to prevent future financial crises. We have to go back to the drawing board on the study of macroeconomics. This includes teaching, and I think there are some obvious reforms in the way that economics is taught in the universities. It hasn't been very practical. It's focused too much on macroeconomics, which is now discredited. And it would be better to think about economic students as having a vocation, more like a lawyer or a doctor than like an academic, and preparing them for the kinds of jobs that they'll actually get working in business, working in government, so a better grasp of statistics and econometric methods so they can do good empirical work, and a broader understanding about history and institutions. Was wir oft feststellen, ist, dass die Leute doch sehr stark auf verschiedene Methoden orientiert sind. Und wir brauchen eigentlich für die Abbildung von zum Beispiel Zukunftstrends über die Triade oder die Zukunftstrends in Emerging Markets oder Zukunftstrends von verschiedenen Branchen, Technologien, Ressourcen, brauchen wir Leute, die natürlich auch eine Neugier mit darin bringen, die also auch dazu fähig sind, über Grenzen zu denken und das heißt, disziplinäre Grenzen auch ein bisschen zu durchbrechen. Understanding the context of institutions, understanding economic history, which is real episodes, and particularly understanding the history of economic thought, where the subject is economic thinking, embedded in the real context of the problems of the day, the vested interests of the day, the various challenges, the state of technology, would help people to develop a more humble and realistic sense of what economic thinking is all about. Aber die Gesetze sind an sich nicht statisch, die hängen vom Verhalten der Leute eben ab, weil die Leute darauf reagieren werden. Also wenn ich irgendwelche Politikmaßnahmen durchführe, werden sich die Leute darauf reagieren und dann verändert sich das Ganze. Es macht dann das ganze Problem noch wesentlich komplexer. Aber das zu analysieren und das zu verstehen, das ist auch die Faszination der Ökonomie. Ich denke, wir sollten auch immer kritisch prüfen, wo sich ein Staat einmischen soll. Aber die radikale Position zu sagen, wir können uns weitgehend zurückziehen, weil Menschen eigentlich immer schon wissen, was richtig ist für sie,
die ist überhaupt nicht rekonstruierbar mit den empirischen Befunden. Und das wiederum reinzunehmen in das Modellieren von Finanzmarktentscheidungen, von Banken, von Arbeitsmärkten oder fruchtbar zu machen für Verbraucherschutzfragen, für staatliche Interventionen. Ich glaube, das ist das Gebot der Stunde und das läuft jetzt auch auf Hochtouren.